Ich hab jemand für Zeitl. Was für jemand ist denn das? Wie für Sie gemacht. Wie für Sie gemacht? Passt wie ein Handschuh. Passt wie ein Handschuh? Beste Maßarbeit. Beste Maßarbeit? Hör auf zu reden, Herr Schneider! Und raus mit der Sprache! Wer ist es? Bitte schrei nicht so mit mir, Heptelje. Er ist es. Wer ist es? Na, wer ist es? Ich bin's. Ich selbst. Er ist es. Er selbst. Ich glaub, du bist verrückt. Oder du bist übergeschnappt. Du bist verrückt! Sich selber eine Braut aussuchen. Na, was glaubst du denn, was du bist? Bräutigam? Hochzeitsgesellschaft? Heiratsvermittler? Alles in einer Person. Du willst sogar die Trauung selbst so nennen. Du kannst doch nicht normal sein. Bitte, Reptile, schrei nicht so mit mir. Ich bin natürlich nicht mein eigener Heiratsvermittler. Das wäre doch wohl ein wenig ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Das wäre verrückt! Aber Reptelia, die Zeiten ändern sich doch. Zeitl und ich, wir haben uns schon vor einem Jahr verlobt. Ihr habt euch heimlich verlobt? Ja, Papa. Wir haben uns heimlich verlobt. Sie haben sich heimlich verlobt. Undenkbar! Ein Witz! Ihr habt euch heimlich verlobt. Sie ist unerhört! Wo glaubt ihr denn zu sein? In Moskau! In London! Wo glauben Sie zu sein? In Amerika! Und ihr könnt sowas machen? Du Schneider! Du niemand! Was glaubst du, wer du bist? König Salomo! So geht's aber nicht so nicht. Nicht hier, bei uns. Es gibt ein paar Sachen, die lass ich nicht durch. Tradition. Heiraten, das arrangiert nur der Papa. Daran ändert sich nichts. Lass man der Welt allein ihren Lauf. Doch wo hört das auf? Wo hört das auf? Wo hört das auf? Habe ich über meine Tochter überhaupt nicht mehr zu bestimmen? Oder braucht immer mehr einen Vater zu fragen? Aber Reptelia, ich wollte dich doch schon vor einiger Zeit fragen. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen Geld für meine eigene Nähmaschine zusammensparen. Hör auf, Unsinn zu reden! Du bist weiter nichts als ein armer Schneider! Ja, das stimmt. Aber auch ein armer Schneider hat ein Recht auf ein bisschen Glück. Ich verspreche dir, dass deine Tochter bei mir nicht hungern wird. Er fängt ja an, wie ein Mann zu reden. Andererseits, was für eine Ehe soll das werden mit so einem armen Schneider? Andererseits, er ist ein ehrlicher und fleißiger Handwerker. Andererseits hat er aber absolut nichts. Andererseits kann es ihm folglich nie schlechter gehen. Sie haben sich heimlich verlobt. Unglaublich! Ein Witz! Sie haben sich heimlich verlobt. Sie ist unerhört! Doch schaut Zeitl ins Gesicht. Sie mag ihn, sie liebt ihn. Und schaut ihre Augen an. Sie strahlen. Tradition! Ach.
Also, Kinder. Wann sollen wir Hochzeit machen? Danke, Papa. Danke, Papa. Das wirst du nie bereuen. Ich habe schon bereut. Danke, Papa. Sie haben sich heimlich verlobt. Die heutige Jugend. Gold. Was soll ich Gold sagen? Wie soll ich es ihr beibringen?